So, wir starten in der Virtual-C-IDE. Ich möchte Ihnen erstmal dieses fatale Beispiel zeigen. Die Variable f wird initialisiert mit 0,25. Das kleine f steht für float, minus 0,1 float mal 2,5 float. Und das sollte natürlich jetzt 0 sein, also falls f 0 ist, dann sagen wir printf, f ist 0, Rufezeichen. Ich mache noch einen Zeilenumbruch hin, dann sieht das schöner aus. Nun, wir haben es gerade in der Vorlesung gehört, das heißt, Sie wissen schon, was passiert. Wenn wir das Programm anschauen und mal auf den Stack uns die Variable genau betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt über diese Initialisierung hinüberspringe, dann bekomme ich eine Darstellung, die auf den ersten Blick ganz schön ausschaut. Zumindest sind da keine Rundungsfehler drin. Wenn wir aber die Dezimaldarstellung betrachten, sehen wir, dass diese Zahl definitiv nicht 0 ist. Die Zahl 0, wenn wir nochmal zur Hex-Darstellung zurückkommen, die Zahl 0 wird, wie Sie aus Grundlagen der Informatik kennen, mit komplett 0 kodiert. Das heißt, hier wären alle 4 Bytes einfach 0. Nachdem C einen Vergleich mit der 0 durch einen Bit-Vergleich vornimmt, das heißt, es wird auf 32 Bits, die 0 sind, geprüft, tritt natürlich unsere If-Bedingung nicht ein und f ist nicht 0. Das heißt, korrekterweise sollten wir nicht auf 0 prüfen. Ich binde mal Maß.h ein, schreibe deswegen hier falsch hin. Korrekterweise sollten wir prüfen, falls der Betrag, und das ist jetzt eine Floatzahl, also fups f von f kleiner einem float epsilon. Dann können wir sagen printf. F ist, und zwar nicht ganz, aber ungefähr 0. So, dieses Float Epsilon können wir uns selbst definieren, wie in dem Beispiel gesehen. Wir können aber auch einfach Float.h einbinden. In Float.h sind die Speicherbereiche von Float, also die Größen, das Min-Float, Max-Float, definiert, das heißt ähnlich wie in den Limits.h für Integer, die Konstanten definiert sind, so finden wir diese in Float.h und dort ist ein Float Epsilon angelegt, das heißt, wenn ich das einmal übersetze, dann bekomme ich auch den Wert. Das ist jetzt der Wert, den der Standard vorschreibt. Ich persönlich bin mit dem Wert nicht ganz so zufrieden, weil er natürlich hier eher auf die 7 Stellen hinausgeht. In den meisten Fällen reicht diese Genauigkeit. Das heißt, wenn wir das Programm durchlaufen, dann sehen wir, f ist ungefähr 0. Es haut halt hin. Der Vergleich mit 0 schlägt fehl. Aber das Epsilon passt. Wir sind bei 10 hoch minus 9. Und das Epsilon liegt hier bei 10 hoch minus 7. Das heißt, ich mache mal hier den Kommentar korrekt. Ja, wie fatal das eigentlich ist, wenn wir mit Float arbeiten, das sieht man eigentlich am schönsten. An dem Beispiel Double D ist 0,01. Wir können das mal im Speicher anschauen. Wenn wir die Zahl D im Speicher betrachten, dann sehen wir, die 0,01 ist bekanntermaßen ja eine unendliche Folge, das heißt im Binär eine unendliche Bitfolge. Und wir sehen das jetzt hier im Big-Endian-Format, also unser Vorzeichen und Exponent. Dann kommt hier unsere ganze Mantisse. Und Sie sehen, es sieht schon fast wie eine zufällige Folge aus. Das heißt, diese Zahl ist natürlich nicht exakt darstellbar. Wenn wir das nochmal abändern auf eine Zweierpotenz, dann sehen wir, dass diese Zahl korrekt exakt darstellbar ist. Das heißt, wir haben wieder hier vorne unser Vorzeichen Exponent und dann bleibt quasi hier
in der Mantisse alles 0. Sie erinnern sich, wir haben ein Hidden Bit, das heißt 0,25 bedeutet ja, dass genau ein Bit vor dem Komma gesetzt ist, das wird nicht gespeichert, deswegen finden wir hier in der Mantisse alles eben auf der 0. Ja, das nochmal kurz zur Speicherung von Gleitkommazahlen. Jetzt möchte ich nochmal auf die Genauigkeit ein bisschen mehr eingehen. Und zwar wählen wir mal zwei inverse Funktionen, also ähnlich wie wir das für die Variable f gerade gemacht haben, dass wir 0,25 minus 0,25 rechnen. Ich möchte das mit dem Vergleich von float Ihnen hier nochmal zeigen. Also float, unsere Variable f1. Ich habe mal einen exakt darstellbaren Wert genommen, die 27,25. Ich mache noch ein kleines f dahinter. Wir wollen die erstmal quadrieren, das heißt, unser x1 ist die Powerfunktion für float power f von f1 hoch 2. Und wir machen noch ein y, da machen wir die Rechnung rückgängig. Y ist die Quadratwurzel von x1. Das heißt, wenn wir das Ganze durchrechnen, ich setze jetzt mal den Breakpoint hier unten hin, dann sehen wir nach der Rechnung, wenn wir erstmal das Ergebnis betrachten, f1 ist 27,25, das sieht gut aus, dann haben wir das Quadrat und wir haben wieder die 27,25. Bevor wir jetzt genauer in den Speicher schauen, gehe ich mal davon aus, dass wir y1, und zwar drehe ich jetzt mal die Logik hier um, falls y1 nicht 27,25 f ist, dann geben wir das aus und sagen, y1 ist nicht 27,25, sondern 2f. Ich mache noch einen Zahlenumbruch dahinter. Jetzt wird es etwas knapp vom Platz. Ich mache hier noch das Komma hin. So, wir geben aus das y1. So, wir starten nochmal. Wir wissen ja schon, y1 ist 27,25. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Er geht in die if-Bedingung rein und gibt aus, y1 ist nicht 27,25, sondern 27,25. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das Runden von printf kann zu skurrilen Situationen führen. Und Sie haben sicher schon mal so eine Windows-Messagebox hochpoppen sehen, wo genau sowas Verrücktes drin gestanden ist. Oder wir denken an die Prozentzahlen beim Übertragen von Dateien, die dann über 100 plötzlich 150, 200 gehen. Wenn wir mal hier in den Speicher nochmal genauer reinschauen, dann sehen wir, unser f1 ist die 27,25. Das wird so kodiert. Das heißt, wir haben hier 41 da. Wir sehen jetzt hier 41 d nicht a, sondern 9 und lauter f's. Das heißt, es wurde genau um ein Bit, also um ein 2 hoch 24 auf der Mantisse falsch gerechnet. Das heißt, wir kriegen nicht 27,25 raus, sondern tatsächlich 27,2499. 9 und irgendwas. Wir sehen aber durch die Ausgabe bei printf, wenn wir das jetzt mal hier erhöhen, zum Beispiel mal auf 10 Stellen ausgeben, dann sehen wir natürlich, dass das Ganze geschönt wird. Also wir sehen jetzt mal hier die Zahl mit einer relativ großen Ausgabegenauigkeit. Tatsächlich ist es natürlich nicht die 27,25. Ich lasse es trotzdem so stehen, weil das einfach schöner ausschaut, wenn wir sagen, die Zahl ist nicht die Zahl, die sie tatsächlich ist. Wir werden jetzt aber auch sehen, deswegen habe ich Ihnen vorhin gesagt, bin ich mit float epsilon nicht ganz so zufrieden. Wenn wir einfach nur mal den Betrag ausgeben, also y1 minus 27,25f ist, wir geben das jetzt mal auf 10 Stellen
aus. Wir nehmen den Betrag. Ich nehme jetzt mal bewusst die Betragfunktion von Double, weil ich mit höherer Genauigkeit ausgeben möchte. Der Parameter ist allerdings natürlich Float, also y1 minus, machen wir die 27,5, dann rechnet er intern auch mit Double. Beziehungsweise lassen wir es, wie es im If steht, dann haben wir den exakten Vergleich. Und jetzt fehlt noch ein Zeilenumbruch. Jetzt lassen wir das nochmal laufen. Und jetzt sehen wir nämlich hier, dass unser Float Epsilon an der Stelle schon falsch gewählt wäre. Das heißt auch unsere Anweisung, ich kann es ja mal kurz reinschreiben, falls unser absoluter Betrag von y1 minus die 27,25f kleiner dem Float Epsilon, dann gebe aus y1 ungefähr 27,25 und ein Zeilenumbruch. So, ich mache mal gleich hier den Breakpoint, aber wir ahnen schon, dieser Fehler ist schon ziemlich groß. Das heißt, auch Float Epsilon hilft jetzt in dem Fall nicht. Also einfaches Quadrieren und Wurzel ziehen bedeutet schon, dass wir hier fehlerhaft sind. Das liegt jetzt zugegeben an der Float-Darstellung. Das heißt, unsere Float-Darstellung ist so ungenau, dass wir bereits sehr schnell und sehr große Fehler einholen. Wir können das mit Double ausgleichen. Double ist an der Stelle viel genauer. Das heißt, da funktioniert das ganze Beispiel noch. Aber auch bei Double, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, kommen wir schnell an die Grenzen. Das heißt, dieses Float Epsilon, was man so lapidar mal als 10 hoch minus 7 oder 10 hoch minus 6, also im Standard eben mit 10 hoch minus 7 dargestellt, angibt, das muss natürlich der entsprechenden Genauigkeit der Rechnung tragen. Das heißt, die Wurzelfunktion ist eine relativ aufwendige Funktion, wo natürlich sich Fehler aufaddieren können. Das gleiche gilt für die Powerfunktion. Das ist auch eine relativ aufwendige Funktion, auch wenn das jetzt hier das Quadrat relativ einfach ist, kann die Powerfunktion natürlich auch selber die Wurzel ziehen, indem ich hoch 0,5 nehme. Das heißt, es ist eine relativ aufwendige Implementierung, die dazu führt, dass sich Fehler fortpflanzen können. Wir probieren das gleiche Spiel noch einmal mit Double. Schiebe das mal ein bisschen hoch. Schreibe ich hier einfach ab. Double F2 ist 27,25. Jetzt ohne das Suffix. Wir arbeiten mit doppelter Genauigkeit. Wir machen das gleiche Spiel. X2 ist unsere Powerfunktion. Also F2 ins Quadrat, diesmal ohne F. Und unser Y2 ist die Wurzel SQRT und damit haben wir die Quadratwurzel ausgerechnet. Wir geben gleich das If noch mit an, falls das Y2 ungleich der erwarteten 27,25, dann geben wir aus printf Y2 ist nicht 27,25, sondern Prozent. Und ich gebe es jetzt gleich mal auf 15 Stellen aus. Y2. Schauen wir, was passiert. Ich springe gleich an die Stelle. Und wir schalten hier wieder auf die Zahlendarstellung. Wir rechnen also aus, dass F2. Quadrieren es, ziehen die Wurzel und das y2 ist die 27,25. Wir haben einen absoluten Vergleich, das heißt, ich schaue, was passiert. Und ausnahmsweise, also ich muss hier wirklich sagen, sowas soll man ja eigentlich gar nicht zeigen, das ist natürlich erstmal falsch. Es funktioniert,
Aber wir haben gerade eben gesehen, mit Float hat es nicht funktioniert. Dass Sie sich nicht angewöhnen zu sagen, okay, passt schon, das mache ich jetzt so, zeige ich Ihnen gleich, dass es mit einem einfachen Trick schon nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir quadrieren, ziehen die Wurzel und alles ist gut. Wir können das Ganze aber auch hoch 3 nehmen. Wir können das Ganze dann eben mit einem Drittel, also die dritte Wurzel, daraus ziehen. Und wir schauen mal wieder an, was passiert. Also wir sind an der gleichen Stelle. F2 ist 27, genau wie Y2, die 27,25 ist. Wenn wir jetzt rüberlaufen, sehen wir, dass diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Das heißt, unsere 27,25, wir haben nur in Anführungszeichen einmal mehr aufmultipliziert und dann die dritte Wurzel gezogen und schon passt es nicht mehr. Natürlich passiert in der Powerfunktion sehr viel mehr und der Fehler entsteht wieder durch eine Reihe von Operationen, die kleine Fehler mit sich tragen. Wenn wir nochmal in die Darstellung auf der Bit-Ebene schauen, dann sehen wir jetzt hier an der Stelle auch wieder, wir sind gar nicht so verkehrt. Wir haben bei F2 hier die 403b, das ist quasi ein Vorzeichen Exponent. Wir haben hier auf der Matrize die 40 stehen. Wir haben jetzt hier die 3f, lauter Fs und Fe. Das heißt, die Erwartung wäre natürlich hier auch 40. Wir sind jetzt hier um 2 falsch. Das heißt, wir haben einen Fehler, der liegt im Bereich 2 hoch minus 52. Das ist jetzt nicht sehr groß am Ende der Mantisse gelegen. Aber der direkte Vergleich funktioniert natürlich nicht. So, jetzt machen wir das gleiche Spiel. Wir geben einmal aus die Differenz. Das heißt, wenn wir sagen y2 minus die 27,25 ist, und das geben wir auch wieder auf, ja, ich gebe es jetzt mal auf 16 Stellen aus. Und das ist unser f-abs und das y2 minus die 27,25. Jetzt schauen wir, was rauskommt. Die Stellengenauigkeit ist 16 Stellen. Wir haben auf 16 Stellen nach dem Komma ausgegeben. Das heißt, das wird auch hier nicht funktionieren. Unser Double Epsilon wird auch nicht ausreichen mit der Genauigkeit. Wenn wir also hier 27,25 abziehen von y2 und unser Double Epsilon verwenden, sagen y2 ist ungefähr die 27,25, werden wir sehen, dass das hier auch nicht passt. Das Double Epsilon ist eben hier bei 10 hoch minus 16, also auf 16 Stellen genau, aber die Differenz ist zu groß. Das heißt, wenn wir wissen, in welchem Genauigkeitsbereich unsere Rechnung liegt, dann sollten wir natürlich unser eigenes Float Epsilon definieren. Das können wir mal anlegen. Das ist das, was wir im ersten Beispiel schon kennengelernt haben. Das Anlegen einer Konstante. Und ich sage jetzt hier, ich bin wahrscheinlich im Bereich, was war das? 2, dann eher 3e, 5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und my double Epsilon 1e minus 14. So, und das Ganze passt. Das heißt, wir kriegen jetzt ungefähr die 27,25 raus, wenn wir die Genauigkeit der Berechnung, also unser Epsilon, entsprechend berücksichtigen. Ich hoffe, die Ungenauigkeit von Gleitkommazahlen ist durch dieses Beispiel Ihnen stärker bewusst geworden und Sie achten beim Arbeiten mit Gleitkommazahlen eben genau auf diese Ungenauigkeit, auf die Zahlenbereiche, also außerhalb der Stellengenauigkeit, darf ich nicht rechnen. Ich kann Sie allerdings ein bisschen beruhigen. Tatsächlich arbeiten x86-basierte Systeme ein bisschen genauer als die Virtual-C-IDE. Ich habe die Power-Funktion bewusst selbst implementiert. Es ist eine Implementierung, die habe ich von Sun Microsystems übernommen.
die auch auf Systemen arbeitet, die keine Unterstützung von komplexen Gleitkomma-Operationen erlauben. Die x86-Systeme haben eine eingebaute Power-Funktion, die mit 80-Bit-Genauigkeit arbeitet. Das heißt, da wird intern schon mit höherer Genauigkeit gerechnet. Und damit akkumulieren sich die Fehler nicht so einfach auf. Ich möchte zum Abschluss noch, machen wir ein neues Beispiel, mit Ihnen kurz das Einlesen von Gleitkommazahlen zeigen. Ich nehme eine Variable f und initialisiere nochmal mit 0,01. Wir kennen das schon, das ist ein schönes Pattern im Speicher. Und jetzt verwende ich scanf, um eine Zahl einzulesen. Und Achtung, ich mache wieder etwas falsch. Wir brauchen natürlich das Kaufmanns und das ist korrekt. Aber wie wir gerade gehört haben, ist der Platzhalter fehlerhaft. Was passiert hier, wenn ich das Ganze starte? Ich gehe mal rüber, wir sehen unser wunderschönes Pattern. Jetzt lese ich ein und ich gebe jetzt hier einfach mal die 0 ein. Und dann werden Sie jetzt plötzlich sehen, es ist nicht die komplette Zahl überschrieben worden. Wenn ich mir die Zahl dezimal anschaue, dann kriege ich eine Zahl, die ist ungefähr, ja, sehr ungenau, ungefähr 0. Also das Epsilon wäre bei 10 hoch minus 3. Was ist passiert? Nun, ich sage der scanf-Funktion, sie soll eine Gleitkommazahl einlesen mit einfacher Genauigkeit. Ich verwende eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit. Also werden die ersten 32 Bit überschrieben und der Rest bleibt unverändert. Das ist jetzt der harmlose Fehler. Das heißt, die Eingabe ist nicht korrekt, aber ich überschreibe keinen Speicher. Genauso könnte das natürlich andersrum passieren. Ich habe eine Float-Variable und lese mit Double ein und überschreibe den Speicher der benachbarten Variablen. Das heißt, ganz wichtig, scanf braucht das kleine L zum Einlesen von eben Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Wenn das Beispiel ein zweites Mal durchlaufen lassen, ich gebe die 0 ein, dann werden eben korrekterweise alle 8 Bytes mit der 0 überschrieben. Also darauf unbedingt achten. Ich verwende standardmäßig in der Programmierung ausschließlich Double. Ich rechne eigentlich nicht mit Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit. Allerdings auf Systemen, auf eingebetteten Systemen, wo Sie wenig Speicher zur Verfügung haben, kommt Float sehr häufig zum Einsatz. Ebenso natürlich bei 3D-Engines. Dort werden viele Float-Variablen parallel gerechnet. Sie kriegen natürlich einen schnelleren Durchsatz, wenn Sie 4 Bytes verarbeiten, als 8 Bytes. Das heißt, Float ist durchaus weit verbreitet. Die Ungenauigkeit bei Float ist natürlich extrem hoch. Ja, und ich möchte Sie zum Abschluss noch auf das sichere Arbeiten mit Gleitkommazahlen hinweisen. Die Fehlerquellen habe ich Ihnen alle gerade aufgezeigt. Sie müssen immer auf die Stellengenauigkeit achten. Sie sollten den direkten Vergleich meiden. Gleitkomma-Operationen sind oft nicht assoziativ. Das heißt, addiere ich auf eine große Zahl eine kleine auf und subtrahiere danach eine große Zahl, ist das Ergebnis anders, als wenn ich erst die große Zahl von der anderen subtrahiere und dann die kleine Zahl aufaddiere. Das heißt, wir müssen immer die Reihenfolge der Berechnung beachten. Das heißt, wieder Stellengenauigkeit beachten, in welchem Wertebereich befinde ich mich. Kann ich zwei Zahlen miteinander verarbeiten? In welcher Größenbeziehung stehen die miteinander? Funktioniert das Ganze? Dann haben wir natürlich den Umrechnungsfehler, Basis 10 zu Basis 2. Die Fehlerfortpflanzung, also wenn ich immer 0,01 aufaddiere, wird im Laufe ein kleiner Fehler zu einem immer größer werdenden Fehler. Und natürlich muss ich auf die scanf-Platzhalter achten. Auch da wieder der Hinweis auf den Secure Coding Standard. In diesem Fall sind die Regeln oder die Recommendations Nummer 5 für Floating Point. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum stellen. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Vorlesung.